wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen. Ach, verdammt. Ich habe schon wieder vergessen, meinen Zeitmarkierer aus dem Wohnzimmer zu holen. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. Ich hole ihn jetzt mal. Moment. So, Blood and Wine, Witcher 3, Let's Play mit Paxis. Und zwar spielen wir dieses Mal, also wir spielen immer Witcher 3, aber egal. Aber dieses Mal versuchen wir... Was heißt versuchen wir? Wir versuchen gar nichts. Dieses Mal nehmen wir uns den Auftrag der Monsterjagd an und ich bin sehr gespannt, welches Monster sich da verbirgt. Das riecht nach Dunkelheit, nach Fackel. Moment, irgendwie muss ich mein... So, mein Mikro anders legen. Okay. Ist da was drin? Nein. Das wird dann was... Es ist so leise. Das Monster ist wohl nachtaktiv. Ich muss warten, bis es dunkel ist. Ach ja, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber von hier aus gesehen kommen wir dann wahrscheinlich auch zu dem Fragezeichen, weil man sieht ja hier schon Gänge. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, aber wir können ja jetzt zumindest schon mal die Sachen hier anschauen. Und dann lasst... Nächtigen oder halt meditieren. Zusammenfassung. In der letzten Woche war ich gezwungen, drei Arbeiter zur Aufräumarbeit nach den seltsamen Erdstößen abzubestellen, was die Arbeit in den Weinbergen wiederum sehr verlangsamt hat. Sophie bleibt nach wie vor in Gefangenschaft und kann einige Zeit lang nicht arbeiten und später wird sie durch das Kind nur eingeschränkt einsetzbar sein. Jean-Luc oder Luc? Ich glaube, Luc wird es ausgesprochen auf Englisch, wollte ich gerade sagen, auf Französisch, oder? Jean-Luc. Glaube ich. Jean-Luc ist heute nicht einmal zur Arbeit erschienen, ohne Vorwarnung und Entschuldigung. Wenn er wieder auftaucht, werde ich ein ernsthaftes Wort mit ihm reden. Ja, wahrscheinlich ist er tot. Ach komm, wir klauen nichts von denen, also dem Wein vor allem. Ich brauche mir eh nicht, verkaufe ich dann bloß wieder. Oh, Meisterwaffenreparatur, das brauche ich. Und Entfärber ist super viel wert, deswegen nehme ich das auch mit. Ich meine, ich habe über 60.000... Ich habe über 60.000... Kronen, von daher ist eigentlich Bummi, aber ich mache es trotzdem. Essen, immer gern. Bestandsübersicht. Die letzten Erdstöße haben mehrere Flaschenständer beschädigt und einige Wasserwerfer, Weinfässer umgeworfen, die durch ihr Rollen noch mehr Schaden verursacht haben. Der Schaden beläuft sich auf 12 Flaschen des Jahrgangs 1263, 9 des Jahrgangs 1264, 17 des Jahrgangs 65, 9 des Jahrgangs 67, 7 des Jahrgangs 71. Zusätzlich gibt es zwei zerbrochene Fässer, die sich im Reibungsprozess befanden. Der Schaden nach diesem Beben war größer als nach dem vorangegangenen. Diese Erdstöße werden einmal mein Untergang sein. Ja, da muss er die Sachen vielleicht mal so lagern, dass das nicht passieren kann. Gerade Fässer. Fässer, die kann man doch mit Sicherheit so lagern, dass sie nicht umfallen und rumrollen können. Und bei den Flaschen muss man halt ebenfalls dafür sorgen, dass sie nicht aus den Regalen fliegen können. Also. Ist ja wohl nicht der Ernst. So, jetzt denke ich, können wir erstmal meditieren. Kann ich eigentlich direkt hier meditieren oder? Ist dann Probleme. Vor allem, wie kommen wir denn jetzt hier eigentlich weiter? Ha, wahrscheinlich erst, wenn das Monster dann kommt und in den Gang einstürzt oder so. Geh nach Einbruch der Dunkelheit. Also nach Einbruch der Dunkelheit müsste das hier sein, oder? Okay, das zählt wahrscheinlich noch nicht als nach Einbruch. Nehmen wir mal noch eine Stunde. Muss ich erst raus und dann wieder rein in den Keller, oder? Kaschen und Bröstchen, das ist das wahre Leben. So, um 8 muss er jetzt reichen. Rock und Peitsche für die Aufrührer. Okay, so richtig dunkel ist es immer noch nicht. Was ist denn hier hell? Dann wollen wir uns mal umsehen. Ach doch, es reicht. Hörst Ratten oder irgend sowas? Ratten, die entführen keine Knechte. Sag bloß. Okay. Was zum... Kaputte Teller. Irgendwie sind die vom Regal geflogen. Oder sie wurden runtergeworfen.
Gleich durch den Erdstoß. Ach, und jetzt ist es bröckelig. Ich wusste es. Ein Tunnel. Glaube ich, sollte. Endlich sehe ich was. Endlich sehe ich was, weil die Fackel aus ist, oder? Sie hat, also ich habe gerade nicht die Fackel weggemacht. Er hat sie von alleine weggemacht. Verstehe ich nicht. Aber wir werden mal Katze nehmen. Oh, Scheiße, ich habe gerade überlegen den Abzug genommen statt Katze. Egal. Es sind auf jeden Fall schon mal Monster angezeigt auf dem Radar. Kikimoras. Au. Hä? Auf so eine Entfernung dürfen die doch gar nicht reagieren können, wenn ich zuschlage. Monsterschere. Ist sogar ein Relikt gewesen. Rohes Kupfererz. Also ich mag mein Kupfererz ja gerne braten. Dieser Tunnel zieht sich ja endlos. So weit bin ich noch gar nicht gegangen. Fällt mir ein, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns das selber erstmal eine Bombe in den Hals jagen. Idiot. Ja, es hat funktioniert, aber so richtig viel Schaden machen, das hat. Ja, es geht schon, aber. Komme ich halt auch nicht rein, ne? Also, ich kann jetzt einfach nichts machen. Oh, ich wollte zielen und nicht einfach werfen. Ach, scheiß auf die Bomben, ey. Vielleicht keine gute Idee, hier in dem engen Gang Bomben einsetzen zu wollen. Oh, geil. Man hat aber auch nur solche kleinen Arbeiter. Das heißt, wahrscheinlich ist dann der Chef, das Monster-Chef dann wieder irgendwie eine Mama oder so. Von den Dingern. Oh, ich bin irgendwie ganz doll vergiftet, sehe ich gerade. Aber verliere trotzdem keine Energie, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. So, jetzt geht's hier zweifach weiter. Einmal... Ich glaube, jetzt kann ich keine Katze mehr nehmen. Ja. Jetzt kann ich Katze nehmen. Oh, jetzt ist es aber zu viel. Okay. Das war schlau, weil wenn wir jetzt weißen Honig nehmen, dann ist die Katze auch wieder weg. Also das war richtig schlau gerade von mir. Dann haben wir nur noch einmal Katze, weil wir jetzt leider mal nehmen müssen. Ach, bin ich blöd. War der weiße Honig eigentlich schon das Maximum? Weil das... Verbesserterweise auch nicht. Ne, es kann sein, dass es noch bessere gibt, also dass man halt noch mehr Ladungen hat, aber ist auch nicht so schlimm. Würde ja gerne meine Katze mal verbessern, aber ich denke halt nie dran. Und es ist mir. Hier müsste ich durchbrechen können. Dann gucken wir einfach da runter. Ist mir auch einfach zu anstrengend, jedes Mal mir zu merken, was für einen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Was für einen Utensil mir noch fehlt und. Ist irgendein Staub auf jeden Fall. Wo kommen die denn her? Ja, die kämpfen irgendwie diesmal ziemlich gut. Sonst sind die eigentlich immer relativ einfach, wenn sie keine Chance haben auszuweichen. Weil man dann einfach diese Schwertschläge da hintereinander wegsetzen kann. Aber hier lag bloß eine Leiche und... Mist, die Stiefel brauche ich nicht, da wäre ich nur wieder zu schwer. So. Jetzt aber. Verdammt, es entkommt. Rohes Kupfererz. Ah, ich wusste es, dass es sowas Großes ist.
Und holt bestimmt gleich ganz viele kleine. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, bevor wir jetzt die Katze einsetzen, werden wir auf jeden Fall nochmal den Honig nutzen, weil wir sind schon wieder komplett vergiftet. Und jetzt letztes Mal Katze. Alter, wenn wir mit Fackel kämpfen müssen, war's das für uns. Oh, Fetter erstmal weg, sehr gut. Au. Sind doch schon wieder komplett vergiftet, ey. Geschafft? War's das? Das wird ja immer spannender. So, wir müssen erstmal eine Runde meditieren. Kaputte Kikimora-Eier. Da hat sich jemand satt gefressen. Ja, es war mir schon klar, dass die Kikimoras nicht dafür verantwortlich sind. Wäre viel zu einfach gewesen. Der Kampf war auch einfacher, als ich gedacht hätte. Gerade auf den engen Raum mit den vielen, hätte ich nicht gedacht. Das war keine Kikimora. Diese Tunnel müssen von größeren Wesen gegraben worden sein. Mit schweren, breiten Klauen. Oh, zum Glück kann man hier meditieren, ey. Das wäre sonst echt heftig geworden. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von hier? Hallo. Ja. Von da sind wir gekommen. Jetzt gehen wir mal weiter hier lang. Kikimora-Eier. Ich muss sie zerstören, bevor sie schlüpfen und durch die Weinberge ziehen. Zerstöre alle Iron Nest. Die sieht man halt echt scheiße schlecht. Sind hier noch welche? Eins. Nee, Quatsch. Das. Doch. War noch eins übrig. Okay. Hier geht's. Da sehe ich auf jeden Fall noch mehrere rote Punkte. Das sind noch Gegner. Hier sind jetzt erstmal. Liegt da oben was? Nee, erstmal alle Platz. Die Eier wurden aufgenaschert. Geht's ja nur noch hier lang. Hier ist noch Eier. Was ist das? Wasser sprudelt. Ein unterirdischer Bachlauf? Hm. Das Monster, das ich suche, lebt unterirdisch, gräbt Tunnel und frisst Kikimoras. Und es ist sehr, sehr groß. Und das Letzte. Kehre an die Oberfläche zurück und sprich mit dem Besitzer. Warum das denn? Verstehe ich nicht. Kommen wir jetzt nicht von hier unten irgendwie an das Monster ran? Hier geht's ja wirklich nicht weiter, aber krass. Ist wirklich so. Hm, also kommen wir auch nicht von hier aus zu diesem bewachten unterirdischen Schatz. Das heißt, das muss jetzt ein weiterführendes Quest sein, wo das dann irgendwie dahin geht, weil wir können. Okay, jetzt benutzen wir aber die Fackel. Wir können ja nicht durch die Tunnel hier laufen. Krass, jetzt sieht man erstmal diese komischen roten Adern im Fels. Naja. Gehen wir schnell zurück und sprechen mit dem Chef. Und dann wird er uns wahrscheinlich in irgendeinen anderen Eingang schicken, wo wir dann die
dieses große Monster besiegen können. Ich hoffe mal, es ist nur eins. Und das ist dann hoffentlich bei dem bewachten Schatz, also. Hä? Das war irgendwie falsch. Hä? Das war doch richtig. Nicht doof? Ach, hier hoch. Ach, ich trottel. Mon Dieu! Was soll denn das bedeuten? Ich bezahle dich fürs Monster töten, nicht dafür, dass du mein Eigentum demolierst. Dein Eigentum fällt von selbst in Stücke, so untertunnelt wie es ist. Ich würde die Tunnel lieber auffüllen, bevor das Haus einstürzt. Tunnel? Putz mir einer die Perücke. Wie sind die denn dahin gekommen? Sie wurden gegraben, und zwar von großen Kreaturen. Ein paar Kikimoras habe ich auch getötet und ihre Eier zerstört. Lassen wir es als kleinen Gefallen durchgehen. Kostet nicht viel. Kikimora-Eier? Ja, natürlich. Gut gemacht. Das soll entlohnt werden. Madame de Bourbeau, nehme ich an? Ich wüsste gerne mehr über den verschwundenen Knecht. Jean-Luc? Tja, also, wir wollten die heurigen Setzlinge inspizieren, weil sie angefressen wurden. Dann hörten wir diese eigenartigen Geräusche. Jean-Luc ging rekognoszieren und kehrte nicht wieder. Madame, könntest du mir Jean-Luc beschreiben? Groß, ausgesprochen gut gebaut, rabenschwarzes Haar. Nimm dich bitte zusammen, meine Liebe. Bauern sind immer gut gebaut. Schließlich arbeiten sie den ganzen Tag auf dem Feld. Er will von Narben, Geburtsmalen und derlei wissen. Nein, aber er trug einen Anhänger um den Hals. Aus Silber. Silberschmuck? An einen Knecht? Das war wohl ein Geschenk. Das hat er jedenfalls gesagt. Oh, das ist besser als nichts. Was säumst du hier dann noch? An die Arbeit. Ja, sorry. Geh an den Ort, an den Jean-Luc zuletzt gesehen wurde. Vielleicht können wir die Tunnel zu einer Erweiterung des Kellers nutzen. Vorsicht, bitte durch. Ja, gar nicht weit weg, aber das ist doch, glaube ich, nicht. Ist das die Richtung zum Fragezeichen? Ich glaube nicht, oder? Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Also wenn wir jetzt das Fragezeichen nicht lösen können in dem Auftrag, dann drehe ich durch, weil wie soll ich das dann schaffen? Jetzt muss ich eigentlich schon wieder Tag werden lassen, weil ich nicht sehe. Der tolle Berg, auf den ich gerne hochklettern würde. Ach, wie geil das wäre, wenn wir da hoch könnten und da von der Spitze übers ganze Land blicken. Ich würde es einfach nur geil finden. Hier müsste gewesen sein. Das Brot ist hart. Es liegt schon eine Weile hier. Und er hat wohl einen ganzen Korb Brot für sich alleine mitgenommen, oder wie? Und wenn nicht für sich alleine, warum hat es niemand anderes dann mitgenommen, der mit dabei war? Oder warum hat es noch niemand? Na, ist egal. Hier wurde die Decke ausgelegt. Und Wein gesoffen. Guter Jahrgang. Muss ein besonderer Anlass gewesen sein. Der hat bestimmt hier ein Picknick mit der Frau gemacht. Die ist bestimmt fremdgegangen. Hier hat jemand gepicknickt. Oder so ähnlich. Deswegen, Wuss hatte ich auch gesagt, dass er gut gebaut ist, groß und schwarze Haare und so. Auf Garantie hat er ja eine Affäre mit ihr gehabt. Oder die mit ihm. Na, untersuch. Jetzt ist er tot. Fußspuren. Zwei Paar. Oder hat er eine Affäre oder halt einfach eine Liebelei mit einer Frau. Vielleicht hat er auch eine Freundin gehabt. Frau muss ja nichts Niederträchtiges gewesen sein. Hier teilen sich die Spuren. Die Frau ist umgekehrt, der Mann weitergegangen. Schauen wir erstmal, wo die Frau hin ist. Aha.
enden hier. Wahrscheinlich führen die dann... Hier endet die Spur. Offenbar ist sie zum Anwesen zurückgegangen. Wollte ich gerade sagen. Es war auf Garantie... Also klar, es kann auch eine normale Beziehung gewesen sein. Wir führen die Fußspuren hin. Aber ich denke, es ist mit dieser Frau, die dann auch schon halb geschwärmt hat von dem gut gebauten Schwarzhaarigen. Halt. Lange, tiefe Spuren. Folge den Spuren des Monsters. Hä, waren es nicht gerade eben noch Menschenspuren? Hier. Blut. Menschlich. Mhm. Blut. Menschlich. Ja, ich weiß. Hier ist was durchgelaufen. Ein Riesenvieh mit schwerem Schwanz. Also langsam wird's sehr spannend. Und genau aus dem Grund, was langsam sehr spannend wird, speichern wir hier und machen hier einen Cut. Haha, ihr müsst bis morgen warten. Tut mir sehr leid. Euer Paxis. Tschüss.